Hi, ich bin der Waldschrat und heute möchte ich euch gerne mal ein DNC Jagdmesser vorstellen, Modell Anker. Das Messer ist aus dem Stahl 440C, kann man hier auch vielleicht erkennen. DNC ist hier vorne eingraviert. DNC ist eine Firma aus Ungarn, ein Messermacher. Die Schneide ist hochglanzpoliert, sehr schön gemacht, alles schön dicht, kein Spalt. Auf dem Klingenrücken befindet sich hier eine feine Riffelung, damit man, wenn man das Messer festhält, nicht mit dem Finger abrutscht. Der Griff besteht aus Grenadilholz, das ist sehr schwundarm, sehr dicht und feinporig. Das Messer ist tapered tang, also dünner geschliffen am Ende, und am Ende des Messers befindet sich auch eine Fangriemenöse, die sehr schön eingearbeitet ist, sodass man kein Loch im Griff hat. Der Griff ist auch schön geformt und das Messer liegt sehr gut in der Hand. Sechsfach genietet. Klingenlänge sind ca. 10 cm und damit kann man im Wald einiges an Wild aufbrechen. Benutze ich sehr gerne auf der Jagd. Das ist eins meiner Lieblingsjagdmesser, weil es unheimlich gut in der Hand liegt, auch wenn die Finger mit Schweiß, also mit Blut voll sind. Ja. Zum Holzhacken oder so ist natürlich jetzt nicht unbedingt gedacht. Dafür habe ich eine kleine Axt oder auch eine Säge dabei. Die Messerscheide sieht man hier, habe ich schon ein paar Mal getragen, also schon seit 2 Jahren im Einsatz. Sehr schön gemacht ist auch hier aus Plastik. Innen drin ein Stechschutz, damit man sich die Naht hier nicht aufschneidet. Die Gürtelschlaufe ist auch sehr großzügig ausgefallen, stört mich jetzt nicht. Das Messer sitzt ziemlich hoch am Gürtel, was mir gut gefällt, weil wenn diese tiefen Längen, ist das immer etwas störend beim Sitzen auf dem Hochsitz. Schön geformt, vorne ein Widderkopf, das Markenzeichen von DNC. Kosten, das Messer liegt bei 220 Euro. Bekommt man bei Albers Jagdbedarf.